Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen OneNote und Outlook in der Web-App sind eher bescheiden, aber was E-Mails angeht, ist es deutlich besser in den Web-Apps als in den Desktop-Apps. Außerdem ist es ein wunderbares Beispiel dafür, wie weit Microsoft noch davon entfernt ist, dass wir auf verschiedenen Plattformen mit den gleichen Microsoft-Programmen, in diesem Fall Outlook und OneNote, auf die gleiche Art und Weise arbeiten können. Wir sind hier einfach sehr abhängig davon, was Microsoft uns zur Verfügung stellt. Und das, was ihr jetzt sehen werdet, ist ganz bestimmt keine nahtlose Benutzererfahrung, wie Microsoft es nennt. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Nach dem ausführlichen Video zur Verknüpfung zwischen OneNote und Outlook in den Desktop-Apps möchte ich euch heute die Möglichkeiten in den Web-Apps zeigen. Ich möchte euch auch zeigen, wie ihr schnell von der Desktop-App zur jeweiligen Web-App kommt, wie ihr Microsoft ein Feedback geben könnt zu den Dingen, die euch hier noch nicht gefallen, und zum Schluss noch, wie ihr euch die Aktionen so einstellen könnt, dass ihr nicht ganz so viele Klicks braucht, um eine E-Mail oder auch einen Termin an OneNote weiterzugeben. Zunächst kurz zur Erinnerung. Wir haben hier eine E-Mail, die hatten wir in dem letzten Video verknüpft zwischen OneNote und Outlook. Genau genommen haben wir sie von Outlook an OneNote übergeben. Verknüpfung ist da ja nicht wirklich in diesem Fall, weil wir haben jetzt hier keinen Link, mit dem wir wieder zu der E-Mail in Outlook kommen. Und wenn wir in der E-Mail in Outlook sind und wir wollen hier zu der Seite in OneNote, wohin wir es verknüpft haben, dann ist es ein neues Senden an und es ist nicht so, dass hier wirklich eine Verknüpfung besteht. Das ist eher eine Übergabe. So, und jetzt möchte ich, um euch zeigen zu können, wie ihr das in der Web-App macht, die Web-App aufrufen, und da ist eine Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel hier in OneNote auf Datei klickt, dann das Notizbuch nehmt, das ihr in der Web-App öffnen wollt, einfach hier in das Adressfeld reinklickt, dann ist die Adresse markiert, dann könnt ihr mit STRG C oder Rechtsklick kopieren, diesen Link, diese URL in die Zwischenablage kopieren, dann macht ihr einen Browser auf, fügt in die Adresszeile des Browsers die Adresse ein, drückt die Enter-Taste und schon seid ihr genau in diesem Notizbuch in OneNote fürs Web. In Outlook geht es sogar noch ein bisschen komfortabler. Da klickt ihr auf Datei, dann seid ihr hier auf Informationen. Wenn ihr mehrere Outlook-Konten habt, stellt ihr das passende Konto ein und dann klickt ihr hier auf Outlook im Web und kommt direkt in Outlook im Web in den Posteingang dieses Postfachs, das ihr gerade offen hattet. Wenn wir mal starten in OneNote. Von OneNote gab es ja die Möglichkeit, sich Daten hereinzuholen, zum Beispiel Termine oder auch Aufgaben zu erzeugen in Outlook. Und ich suche jetzt mal hier, was möchten Sie tun? Und ich wähle da Verknüpfungen. Und dann suche ich mir dafür eine Hilfe. Und dann gibt es hier Neuerungen fürs Web. Da gibt es ein paar Dinge, aber nicht wirklich, was mir weiterhilft. Ich suche mal Verknüpfen. Ah ja, da habe ich jetzt immerhin Senden von E-Mails und Besprechungen von Outlook an OneNote. Also das heißt, nicht von OneNote an Outlook, sondern umgekehrt. Und es ist tatsächlich so, es gibt überhaupt keine Verknüpfung von der OneNote-Seite aus mit Outlook. Also all das, Aufgaben erzeugen, Termine reinholen, das geht nicht von der OneNote-Seite aus. Es geht alles nur aus Outlook. Also komplett anders, als ihr das in der Desktop-App gewöhnt seid. Hier wird es auch beschrieben. Und dann wird sehr schön hier am Ende noch darauf hingewiesen, dass man über das Menüband Hilfe Feedback Microsoft ein Feedback geben kann. Und ich mache das jetzt mal, gehe hier auf Hilfe Feedback und dann kann ich sagen, mir gefällt was oder gefällt was nicht oder ich habe einen Vorschlag. Ich habe mich jetzt mal entschieden für, ich habe einen Vorschlag. Und da kopiere ich jetzt mal was Vorbereitetes hinein. Also ich sage, die komplett unterschiedliche Funktionalität stört mich. Und außerdem ist das mit den Aufgaben in der Desktop-App besser gelöst. Und ich hätte gerne, dass das gleich ist. Und das schicke ich mal ab. Ich kriege jetzt keine Info, dass da was eingegangen ist, wo ich nachschauen kann, wie der Stand ist.
Das war früher besser. Da gab es die sogenannte User Voice, also früher bis Frühjahr dieses Jahres eigentlich. Da gab es die User Voice, da konnte man voten für eine bestimmte Funktion. Das gibt es nicht mehr. Microsoft hat jetzt nur noch dieses One-Way-Feedback, ohne dass wir darüber eine Rückmeldung bekommen. Aber ich sage mal immerhin. Also merkt euch, in der Web-App gibt es von OneNote überhaupt keine Verknüpfung nach Outlook, sondern es passiert, was Verknüpfen angeht, alles in Outlook. Das heißt, wenn ich in Outlook bin und ich möchte jetzt eine E-Mail mit OneNote verknüpfen, dann mache ich die E-Mail auf, gehe hier auf die drei Punkte für die weiteren Aktionen und da finde ich den Befehl an OneNote senden. Dann bekomme ich eine Liste mit den ganzen Notizbüchern. Also ihr seht, es sieht völlig anders aus als in der Desktop-App. Gar nichts nahtlos. Ich wähle aus, in welchem Abschnitt ich speichern möchte. Ich gehe auf Speichern und kann jetzt von hier direkt die Seite, die ich erzeugt habe, in OneNote öffnen. Das mache ich mal. Es geht ein neues Register auf. Das Notizbuch, an das ich übergeben habe, wird geöffnet. Und in dem Notizbuch wird dann die Seite angezeigt. Normalerweise funktioniert das wunderbar. Ich rufe es vielleicht einfach nochmal auf. Genau, es hat nur ein bisschen gedauert. Und jetzt haben wir hier den Vergleich vorher. Das war mit der Desktop-App übergeben. Ihr seht, keine Verlinkung. Und das ist jetzt mit der Web-App übergeben. Und da haben wir tatsächlich die Verlinkung. Also wenn ich jetzt hier klicken Sie hier anklicke, dann komme ich wirklich in die E-Mail, in Outlook. Finde ich super. Leider komme ich, halt die drei Punkte muss ich nehmen, nicht auch wieder zu der E-Mail in OneNote, weil das hier ein erneutes Senden ist und keine Verknüpfung. Also keine bidirektionale Verknüpfung, das finde ich schlecht. Allerdings geht das in der Desktop-App ja auch nicht. So, dasselbe geht auch mit dem Kalender. Ich kann im Kalender einen Termin aufmachen. Ich habe hier mal eine Besprechung vorbereitet. Ich mache die auf mit einem Doppelklick. Dann habe ich auch hier die drei Punkte. Kann an OneNote senden wählen. Selbe Haptik wie jetzt vorher auch bei den E-Mails. Ich finde die eigentlich sehr schön. Wegen mir könnte man die auch für die Desktop-App übernehmen und kann jetzt auch hier im Notizbuch direkt das Ganze aufmachen und hier immerhin auch einen Link zu dem Outlook-Element und auch die Teilnehmer, wo ich sagen kann, die und die Person war da. Also das ist schon ganz ordentlich. Und wenn ich jetzt auf den Link zum Outlook-Element klicke, dann lande ich im Kalender, aber es ist nicht so, dass der Kalendereintrag aufgeht. Manchmal ging er schon auf, meistens geht er nicht auf. Also auch das wäre tatsächlich etwas, was Microsoft noch verbessern dürfte. So, und jetzt hatten wir gesehen noch in den Desktop-Apps, wir konnten auch Kontakte verknüpfen und vor allem konnten wir auch Aufgaben von OneNote nach Outlook verknüpfen. Und da ist es so, dass weder bei den Kontakten, wenn man da einen Kontakt aufmacht, ne, gibt es hier keine Möglichkeit der Verknüpfung. Und bei den Aufgaben, das nennt sich jetzt hier in der Web-App To-Do, ist eigentlich eine eigene App. Auch dort gibt es diese Funktion nicht. Ich kann zwar so eine Aufgabe aufmachen, da ist auch alles Mögliche drin. Ich finde das auch sehr gut, aber nicht die Verknüpfung zu OneNote. Ich gehe nochmal zurück in den Kalender hier in Outlook. Wenn ihr diese Verknüpfung aus der Web-App verwenden wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, das, was wir hier über die drei Punkte gemacht haben, hier mit einzubauen. Das sind die sogenannten Aktionen. Aktionen werden eingebaut, sowohl bei den E-Mails als auch im Kalender, über die Einstellungen. Und dann ganz unten alle Einstellungen. Und jetzt zum Beispiel für die E-Mails gibt es hier Aktionen anpassen. Und ihr seht, da gibt es sehr viele Aktionen. Also das, was ihr in Zukunft mehr braucht, könnt ihr euch hier einstellen. In unserem Fall geht es jetzt um an OneNote senden. Dann geht ihr auf Speichern. Und dasselbe geht für den Kalender. Aktionen anpassen, an OneNote senden. Und auf Speichern und wenn ihr dann die Einstellungen zumacht und zum Beispiel in einer E-Mail die E-Mail öffnet, ihr seht es hier schon in der Vorschau,
dann habt ihr hier bei den Aktionen nicht mehr über die Liste die Auswahl, sondern direkt an dieser Stelle. Und die Haptik ist wieder genau die gleiche. Also das finde ich eine ganz gute Lösung, kommt man schnell hin. Ja, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht wie mir. Ich finde das gerade an diesem Beispiel sehr anstrengend, wie unterschiedlich auf den verschiedenen Plattformen Dinge umgesetzt sind. Also sowohl, dass es Funktionen gibt oder nicht gibt, als auch, dass die ganze Umsetzung komplett anders ist und die Logik dahinter eine völlig andere. Ich bin gerade dabei, solche, ich sag mal, Merkwürdigkeiten zu sammeln, und da auch euch mehr von diesen Merkwürdigkeiten zu zeigen. Ich glaube, das ist ganz hilfreich, weil man ja manchmal an sich selbst zweifelt, wenn was dann total anders oder komisch aussieht. Also schreibt mir gerne solche Merkwürdigkeiten, schreibt die unten in die Kommentare rein. Bei manchen habe ich vielleicht einen Tipp, wie ihr das wunderbar umgehen könnt. Bei manchen aber wahrscheinlich leider auch nicht, aber ich würde da gerne mal eine Übersicht machen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert auch den Kanal. Es wird jetzt immer wieder auch Videos zu solchen komischen Dingen geben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.